Künstliche Intelligenz hat bereits ihren festen Platz in unserem Alltag eingenommen. Dabei nutzen wir die KI bewusst und unbewusst täglich in unserem Alltag. Alexa, spiel Popmusik. Sprachassistenten führen Befehle aus und beantworten uns Fragen zum Wetter in Sekundenschnelle. Ebenso können sie im Haushalt verbundene Geräte steuern und lernen stets durch unsere Unterhaltung dazu. Netflix and Chill. Gestern die neueste Miniserie gesehen und heute wieder geniale Tipps für uns. KI schlägt uns passende Inhalte basierend auf unserem Nutzerverhalten vor und trifft meist unseren Geschmack. Es ist Feierabendzeit und wir wollen einfach nach Hause aus der Großstadt. Was ist nerviger, als genau in den Stau zu fahren? Natürlich werfen wir die KI in unserem Navi an, um die optimale Strecke zu erwischen. KI prognostiziert Verkehrsaufkommen, Wetter, Straßenbedingungen und gibt uns die schnellste Route. Das Fortschreiten der künstlichen Intelligenz mag vielen unheimlich erscheinen und Angst um den eigenen Job bedeuten. Aber dort, wo Jobs nicht mehr gebraucht werden, entstehen neue Chancen. KI mag zwar deutlich effizienter als Menschen arbeiten hinsichtlich Pausen, Fehleranfälligkeit und Workload, aber durch Menschen muss die richtige Richtung vorgegeben werden und die Ergebnisse auf Richtigkeit geprüft werden. KI lernt ständig dazu und das muss begleitet werden. Und da kommt eure Chance. Das Handelsblatt hat mit Experten 5 neue Jobs der KI-Zukunft definiert und die kommen jetzt. Aufgepasst, es winken bis zu 350.000 Gehalt im Jahr. Nummer 1. KI-Sicherheitsexperten. Die Bitkom-Studie Wirtschaftsschutz 2024 besagt, dass 65% der deutschen Unternehmen in ihrer Existenz durch Cyberangriffe bedroht sehen. So wie es Cyberangriffe auf die Wirtschaft gibt, wird auch mit steigendem Einsatz von KI-Systemen auch steigende Cyberangriffe geben. Nur ist die Bedeutung deutlich kritischer, weil die KI mit vielen persönlichen Daten arbeitet. Eine riesige Chance für die Themen wie Datenschutz und KI-Systemsicherheit. Daraus resultieren die Jobs Data Protection Officer und Cyber Security Spezialist. Das Gehalt wird auf ungefähr 75.000 Euro pro Jahr geschätzt. Der nächste Job ist der Prompt Engineer. Der wohl berühmteste Vertreter aktuell von KI-Anwendungen ist der Chatbot ChatGPT. Damit großartige Resultate entstehen mit diesen Tools, müssen auch die richtigen Eingaben von Menschen kommen. Die Nachfrage nach professioneller KI-Tool-Nutzung ist größer als Programmierfähigkeiten, besagt eine Studie des WEF. Daher kommt der Fähigkeit Prompt Engineering ein extremer Stellenwert zu. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie es optimal geht, Prompts zu nutzen, schaut euch auch dieses Video von uns hier an. Je besser die Aufforderungen an ChatGPT sind, desto besser und effektiver werden die Ergebnisse. Ihr werdet überrascht sein, was alles mit ChatGPT möglich ist. Was verdient man als Prompt Engineer? Das Google Startup Anthropic suchte einen Prompt Engineer für $335.000, schreibt das Finanzportal Bloomberg, was ungefähr 306.000 Euro entspricht. Immerhin $230.000 bot die kalifornische Firma Clarity für eine solche Stelle an und das sind heute 210.000 Euro. Immer mehr Studiengänge fangen außerdem an, Themen zu künstlicher Intelligenz und KI-Tool-Nutzung anzubieten. Heute ist die Nachfrage noch nicht so riesig, aber künftig wird sie enorm sein. Als nächstes haben wir den KI-Juristen oder KI-Ethiker für euch. Bei KI-Jobs haben die meisten sofort Softwareentwickler oder Datenspezialisten im Sinn. Zugegeben, wir auch. Da bei KI sehr viel mit personenbezogenen Daten gearbeitet wird, sind KI-Juristen unerlässlich. Schließlich muss ich mit der Frage beschäftigt werden, der Haftung, wenn KI-Systeme versagen. Dem Schutz der personenbezogenen Daten, auch Urheberrechte sind wichtig bei der Verwendung von KI-Systemen. In unserem letzten Video hatten wir das Thema und KI-Tool DALL-E 3 vorgestellt, welches entsprechend dem Prompt ein Bild erstellt und das Bild kann dann frei verwendet werden, ohne jegliche Einschränkung. Solche Fragen sollte sich ein KI-Jurist im Vorfeld auf jeden Fall stellen. Um also eine solche Stelle zu besetzen, bedarf es ausgebildeten Juristen, welche sich speziell mit Datenschutz auskennen. Für den KI-Ethiker muss Spezialist, wie der Name sagt, ethische Kenntnisse haben sowie sich in IT-Systemen auskennen, um die Anforderungen an KI-Systemen festzulegen und einschätzen zu können. Für diesen Job schätzt der IT-Recruiting-Experte Mark David Rumpf auf 200.000 Euro im Jahr. Als nächstes haben wir KI-Entwickler oder KI-Ingenieure. Nun kommt das Berufsbild, was viele direkt im Zusammenhang mit KI vor Augen haben. Natürlich läuft nichts ohne die Entwickler und Ingenieure, die das Ganze programmieren und möglich machen. Der Bedarf an Softwareentwicklung im Bereich KI deckt alleine 23% aller KI-Jobangebote ab. So die Jobplattform Indeed. Also jeder vierte ausgeschriebene Job soll als Softwareentwickler besetzt werden. Was muss man dafür können? Es wird empfohlen, einen Bachelor- oder Masterstudienabschluss in IT zu haben. Außerdem solltet ihr für diesen Job gutes mathematisches und technisches Verständnis mitbringen. Weiterhin sind analytisches Denken und Kreativität zwingend erforderlich. In diesem Job könnt ihr in allen Branchen Fuß fassen, also in der Industrie, im Finanzsektor oder auch im Gesundheitswesen. Der Experte Rumpf schätzt das Gehalt für diesen Job in einen Bereich von 140.000 bis 180.000 Euro Jahresbrutto ein. Als nächstes haben wir den Job KI-Berater. Berater und Consultants gibt es in allen möglichen Bereichen und Themen. Hat man nicht das Know-how selbst im Haus oder der Organisation, engagiert man einen Berater, welcher bei der KI-Implementierung supportet.
Ein Berater oder Consultant hilft den Unternehmen, KI-Lösungen zu implementieren und den besten möglichen Nutzungsgrad zu ermöglichen. So werden künftig immer mehr Beratungsunternehmen mit Fokus auf KI auf den Markt kommen. Die Nachfrage danach ist riesig. Die Berater finden für euer Unternehmen die beste Technologielösung und helfen euch ebenfalls, die richtige Strategie zur KI-Nutzung zu finden. Da dieses Wissen und die Fähigkeit heiß begehrt sind, können sich auch die möglichen Gehälter sehen lassen. Rompf beziffert das Gehalt eines Senior-Managers im Bereich KI bereits auf 180.000 Euro. Seid ihr Partner in einem Unternehmen, dann steigt der mögliche Verdienst bereits auf 350.000 Euro. Das sind auf den Standort Deutschland gesehen natürlich gigantische Zahlen, welche sehr verlockend klingen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.